Unter bestimmten Voraussetzungen können Beamtinnen und Beamten Zuschläge wie der Familienzuschlag gezahlt werden. Dieser Familienzuschlag ist abhängig von der familiären Situation und auch abhängig von der Besoldungsstufe. In diesem Video sehen wir uns an, in welchen familiären Situationen Beamtinnen und Beamte einen Familienzuschlag erhalten, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und in welche Höhe ein solcher Familienzuschlag gezahlt werden könnte. Viel Spaß mit diesem Video! Im ersten Teil dieses Videos sehen wir uns diesen ehebezogenen Teil genau an, also die Stufe 1 des Familienzuschlags. Beginnen wir bei der Stufe 1 für Beamtinnen und Beamte, die sich in einer Ehe befinden oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Hier kann dieser Familienzuschlag Stufe 1 nur einmal gezahlt werden. Befinden sich also beide Ehepartner beispielsweise in einem Dienstverhältnis, dann ist es so, dass jeder der beiden diesen anteilig zur Hälfte erhält. Damit der Familienzuschlag Stufe 1 in diesem Beispiel gezahlt werden kann, ist es erforderlich, dass beide Personen mit mindestens der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit im öffentlichen Dienst stehen und die Voraussetzungen für den Familienzuschlag Stufe 1 oder einer vergleichbaren Leistung nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst erfüllen. Der Verheiratetenzuschlag steht einem Ehepaar also nur einmal zu. Geschiedene Beamte können den Familienzuschlag der Stufe 1 weiterhin erhalten, wenn sie dem vormaligen Ehegatten zur Leistung eines Unterhalts verpflichtet sind. Dann wird also auch nach der Rechtskraft eines Scheidungsurteils nach wie vor dieser Familienzuschlag der Stufe 1 gezahlt. Allerdings ist es dafür erforderlich, dass diese Leistung zum Unterhalt entweder notariell oder gerichtlich festgehalten ist, zum Beispiel im Scheidungsurteil. Interessant ist, der Familienzuschlag der Stufe 1 kann auch ledigen Beamten gezahlt werden, wenn diese ein Kind nicht nur vorübergehend in ihrer Wohnung aufnehmen und diesem Kind das Kindergeld zusteht bzw. zustehen würde. Und schließlich wird dieser Familienzuschlag Stufe 1 auch verwitweten Beamten gezahlt. Erst einmal unbefristet bis zu dem Zeitpunkt, wenn dann gegebenenfalls mal eine neue Ehe geschlossen wird und vielleicht ein neuer Anspruch besteht. Kommen wir nun zum Familienzuschlag Stufe 2 und dieser knüpft an die Zahlung des Kindergeldes. Diesen Familienzuschlag der Stufe 2 erhält vorrangig die Person, die auch das Kindergeld erhält. Man muss sich das Ganze also so vorstellen, dass eine Person, wenn sie zum Beispiel verheiratet ist, ein verheirateter Beamter, der erhält dann einmal diesen Familienzuschlag der Stufe 1. Das heißt, allein weil er sich in dieser Ehe befindet, bekommt er diese Stufe 1. Wenn aus dieser Ehe ein Kind hervorgeht, dann gibt es diese Stufe 2 noch zusätzlich. Das heißt, diese Stufe 1 wird weiterhin gezahlt und wenn es eben dann ein Kind gibt, dann kommt diese Stufe 2 noch obendrauf. Gerade in den vergangenen Wochen war dieses Thema Familienzuschlag auch immer wieder in den Medien vertreten. In zahlreichen Bundesländern wurde sozusagen dieser Familienzuschlag erhöht oder Erhöhungen zum 1. Januar 2023 wurden angekündigt. Das Ganze hängt damit zusammen, dass es im Mai 2020 eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gab und diese Entscheidung handelte eben von dem sogenannten Mindestabstandsgebot der Beamtenversorgung zur Grundsicherung. Es muss also ein gewisser Abstand liegen zwischen der Grundsicherung und der Besoldung von Beamtinnen und Beamten. Da mit der Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar 2023 die staatliche Grundsicherung erhöht wird, muss sozusagen der Staat auch die Besoldung bzw. die Zuschläge für die Beamten erhöhen. Und dies ist nun passiert bzw. passiert gerade laufend in verschiedenen Bundesländern, indem dieser Familienzuschlag erhöht wird. Es gibt allerdings nicht nur diese Erhöhung, sondern es gibt auch immer mehr Länder, in denen es eben nicht nur einen Familienzuschlag gibt, sondern das Ganze wird weiterentwickelt zu einem Familien- und Wohnzuschlag. Dort soll künftig nicht nur die familiäre Situation, sondern auch die Wohnverhältnisse Berücksichtigung finden. Also in welchem Gebiet in diesem Bundesland lebt denn der Beamte oder die Beamtin? Denn Beamte, die in mittleren oder gehobenen Wohnlagen leben, die sollen künftig auch einen höheren Familien- bzw. Wohnzuschuss erhalten. Das war ja in der Vergangenheit auch immer wieder Kritik, dass Beamtinnen und Beamte in einem gesamten Bundesland eben dasselbe verdienen und dass eben die steigenden Mietkosten in den Ballungsräumen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die
Bezüge der Beamten seien da eben zu niedrig und das muss angepasst werden. Das wird nun passieren, indem dieser Familienzuschlag dann erweitert wird um diesen Wohnzuschlag und das wird dann auch Familien- bzw. Wohnzuschlag genannt. Sehen wir uns dazu einmal die Daten für Nordrhein-Westfalen an. Hier sehen wir also Stufe 1 sowie die Stufen 2 und 3 für ein weiteres Kind bzw. dann zwei weitere Kinder. Wie gesagt, die erste Stufe für eine Ehe zum Beispiel ist ja die Stufe 1. Hier wird unterschieden nach den Besoldungsgruppen A5, A6 und dann Besoldungsgruppe A7, A8 und die übrigen Besoldungsgruppen. Bei der Stufe 2 und 3 sehen wir auch, dass die Miete bzw. ja der Ort, an dem der Beamte lebt, eine Rolle spielt. Die Auszahlung des Familienzuschlags erfolgt je nach Bundesland über gesonderte Behörden, wie zum Beispiel das Landesamt für Versorgung und Besoldung in Baden-Württemberg oder das Landesamt für Finanzen in Bayern und so weiter. Also da gibt es in jedem Land besondere Behörden. Natürlich muss für den Familienzuschlag auch etwas vorgelegt werden, entsprechende Nachweise, sei es eine Urkunde über die Eheschließung, eine Geburtsurkunde über das Kind oder eine Sterbeurkunde, unterhaltsverpflichtende Zahlungen und so weiter. Also dort werden dann auch entsprechende Unterlagen angefordert, damit das Ganze nachgewiesen wird. Ich hoffe, das Thema Familienzuschlag für Beamte ist nun schon ein bisschen klarer. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung und abonniere diesen Kanal für weitere Videos rund um den öffentlichen Dienst. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Sieh dich auch gerne noch auf diesem Kanal um. Es gibt hier noch viele interessante Themen zum Einstellungstest im öffentlichen Dienst, zum Assessment Center, zum Vorstellungsgespräch und viele weitere. Und wenn du vorhast, im öffentlichen Dienst einzusteigen und die Beamtenlaufbahn einschlagen möchtest, dann empfehle ich dir für deine Einstellung unser Online-Testprogramm, denn darin kannst du dich optimal vorbereiten für deinen Einstellungstest und für dein Vorstellungsgespräch im öffentlichen Dienst. Egal ob Justiz, Finanzamt, Gemeinde, Landratsamt oder Bezirk, wenn du im öffentlichen Dienst einsteigen möchtest, dann findest du mit unseren Online-Testtrainern die optimale Vorbereitung für deine Einstellung. Eine Übersicht und Links zu unseren Online-Testtrainern findest du in der Videobeschreibung. Mehr Infos dazu findest du auch auf unserer Website www.beamtentest-vorbereitung.de. Ich wünsche dir jetzt noch viel Erfolg bei deinem Einstieg im öffentlichen Dienst und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis bald, mach's gut, dein Lukas.